Okay, also Wally ist noch da. Sie ist zugegen. Und Pisswetter ist auch zugegen. Jeanette ist da. Heribert, sehr schön. Lali Ute, okay. Oh, hallo. Gustl. Okay, also einer ist schon mal da, das heißt, irgendeiner ist auch weg. Oh, das ist mir nicht aufgefallen gestern. War Volker schon weg? Ich glaube schon. Ich glaube, den habe ich total nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen... Oh, geil. Was ist ein Gustl? Gustl ist doch auch eine Ente, oder? Da kriege ich die blöde Kiste da nicht angedatscht. Ui, was ist hier los? Tom Nook? Sonderangebot. Schon wieder so ein Drecks-Sonderangebot. Da ist schon wieder die Hütte dicht. Einen halben Tag, ne? So, Volker. Claudi, junges Ding. Hallo Claudi, ich habe Utgard verlassen. Das heißt, wir sehen uns nicht mehr so oft. Ich werde dich nie vergessen. Und da war noch was. Volker aus Midgard. Jo. Busch, die Waldfee. Die Ash. Schwalt mir was vom Western-Set. Ja, das ist so grün mit hellbraun. Oh, hallo Claudi. Hey, ich habe deinen Brief endlich gelesen. Dolby. Hier ist ein kleines Geschenk als Dankeschön für deinen Besuch. Danke. Schreiben verursacht Kopfweh. Dein Konrad. Ah, ach, der Liebste. Der Allerliebste. Eine Maisbirne verursacht. Okay. Was haben wir hier? Hatte ich tatsächlich drei Stück? Okay. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ja, warum auch? Wenn's kommt, kommt's. Wenn nicht, dann nicht. Da, ne? Der ist ja auch doof. Eigentlich auch doof. Eigentlich auch doof. Getränkemaschine. Also. Italienisch. Ja, la Paloma. Ja, super. Ich hab keinen Platz. Warte mal. Wenn ich Glück habe, ist es ein Fossil. Das kann ich nämlich direkt in die Briefe reinstopfen. Perfekt. Oh. So, mit dir quatschen wir noch kurz. Ist es? Die Nacht ist gerade erst angebrochen. Echt schade, dass es regnet. Also, was willst du? Plaudern. Ah, ich habe gehört, Grazia ist hier in der Gegend. Hatte wohl jemand ein Outfit von ihr gekauft? Na super. Hier steht alles, da muss ich keinen teuren Marken kaufen. Ja, es kommt drauf an. Also früher hieß es noch von wegen, teuer ist auch Qualität, ne? Also, und billig nicht unbedingt Qualität, aber sagen wir mal so, wenn ich im Klamottenladen stehe, da gucke ich mir die Nähte immer so super genau. Ich meine, ich war ja extrem übergewichtig, ne? Da musste ich mir die Nähte sowieso angucken. Es wäre super peinlich gewesen, irgendwann mal beim Bücken einen Ritsch zu hören. Und, ja. Ach, Mona. Guten Abend von auch dir. Es hat den ganzen Tag geregnet, nicht? Wie trostlos. Ob es morgen endlich mal wieder sonnig wird? Genug Geschwätz. Brauchst du irgendwas von mir, Mona? Was gibt's Neues? Sag mal, möchtest du dir diesen alten Brief einmal ansehen? Oh, klar, gewähr. Ich kann mich nicht erinnern, von wem der stammt. Aber egal. Ich weiß selbst nicht warum, aber ich habe diesen Brief, seit ich denken kann. Zeig mal.
Ich hatte keine Ahnung, dass du so unglaublich eifrig bist. Aber es ist ja eigentlich keine große Sache, also übertreibe es nicht allzu sehr. Hier, Mona. Na so gut. Magst du Musik? Liebst du das Zirpen der Grillen? Dieser Ort ist voller interessanter Geräusche. Manche kannst du nur hören. Manche kannst nur du hören. Ja, mit den Öhrchen, ne? Probier es aus. Grüße vom Schlager. Vom Schlagzeug. Vom Schlagerzeuger, alles klar. Guck hier, ist nichts Besonderes. Ich habe noch Dutzende andere solche Briefe. Darum habe ich jetzt nicht wirklich so in Wallung geraten. Wenn du darauf bestehst, kann ich sie dir später zeigen. Und sie sind ganz witzig, Mona. Ja, ja, die private Korrespondenz. Alles her damit. So, Nuki! Zieh die Kasse auf. Ich brauche Kohle. So, pass auf, das könnte ich eigentlich auch weg. Ist ja nicht so, dass ich das großartig hier irgendwie benutze. Ja, das Ringel-Outfit war eher was so keine Augenweide. Tiefsee ist ein bisschen langweilig. Das Fui-Outfit fand ich eigentlich ganz witzig. Das Tiefsee-Outfit ist ein bisschen lame. Leicht langweilig. Ach, guck mal da. Da wurde wieder jemand verwurstet. Schick. So. Das regnet aber auch den ganzen Tag, ne? Das ist nicht so, dass das dann irgendwann zu einer vollen Stunde aufhört, so wie in New Horizons, ne? Kann ich das mit den Käfern, denke ich, doch abschminken. Andererseits, Wespen tauchen doch auch während dem Regen auf, oder? Oh, keine Ahnung. Okay, Schneeschmücke sind unterwegs, macht auch keinen Sinn, also von daher... Andererseits, ja gut, ich mach mal meine Runde. Wenn ich irgendwelche Wanzen sehe, dann werden wahrscheinlich auch Käfer aufkreuzen. Wenn, ne? Also, die Käfer, die ich möchte. Der Guschlu müssen wir noch anquatschen. Obwohl, es könnte auch ein Schweinchen sein, der Guschlu, ne? Schon wieder gehen, ne, ist ja furchtbar. Hey, wie geht's dir heute Abend? Hast du Probleme, mein Haus in der Abenddämmerung zu finden? Muss vorsichtig sein, sogar ich verfehle manchmal mein Haus, Bebe. Worum geht's, Bebe? Reden wir. Das Wetter ändert sich im Juli so schnell. Vielleicht sollte ich meinen speziellen Tanz aufführen, um die Sonne aufzuhalten. Vorausgesetzt natürlich, ich könnte tanzen, ohne mich zu verletzen. Das ist eine böse Nummer. Andererseits, ich war ja letztens bummeln und habe mich dabei auch verletzt. Ne? Also, wenn man schusselig ist, ist man schusselig. So, jetzt gehen wir bei Bertha mal den Krampel abgeben. Ich glaube, ich war schon mal hier drin, oder? So ganz am Anfang, so aus Neugierde. Guten Abend. Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich mag nachts keine Fremden in meinem Haus. Weiß. Wer bist du? Ich kenne niemanden, der ein Haus betritt, ohne den Eigentümer zu kennen. Ich muss dich also irgendwo kennengelernt haben. Oh ja, Claudi, ich erinnere mich an dich. Jetzt fällt es mir ein, du hast etwas für mich erledigt, oder, Quaggy? Also, Claudi, was willst du? Lieber. Ich habe was für dich erledigt, das würde ich...
Ist das das Flimmer-Outfit von Hector? Flimmer? Okay, der Name sagt mir nichts, aber das Outfit, sag mal. Ich ziehe mich schnell um. Ist ein bisschen eng, aber trotzdem schön, Quarky. Ja, dieses Outfit ist wirklich genial. Steht dir auch gut. Bitte nimm dieses Outfit als Zeichen meiner Dankbarkeit, Quarky. Oh, was hatte die eben an? Habe ich nicht gesehen. Dank deiner Hilfe ging es ganz schnell. Ich bin dir außerordentlich dankbar, Quarky. Wenn man gehört hat, ne, also ich habe dieses Gespräch gerade mit aufgerissenen Augen getätigt. Linienort. Hat die das angehört? Nee, garantiert nicht. Das wäre mir aufgefallen. Da tun ja die Augen weh. So, jetzt will ich weitergehen. Boah. Es muss an diesem Spiel liegen. Also ich bin so felsenfest davon überzeugt, das ist wie autogenes Training, dieses Spiel. Du musst es nur anschalten und dann bist du drauf wegschlummern. Nur so ganz sanft und wegschlummern. Entschleunigendes Spiel. Witzig, also Stardew Valley ist auch entschleunigend, aber ich mache mir da so unfassbar viele Gedanken um Dinge, dass ich dann nach 4 Stunden immer noch nicht schlafe. Ah, Grimm. Leute, guten Abend auch dir. Was einen ganzen Tag geregnet ist, wie trostlos. Ob es morgen endlich mal wieder sonnig wird? Übrigens, brauchst du irgendwas? Kann ich helfen? Mal nachdenken. Nee, leider habe ich keine Arbeit für Disc. Ja gut, diese Feuerwerkssache, wenn die sagen, das ist jede Woche, vielleicht erwische ich dann nächste Woche den Turtle. Ich habe keine Tür gehört, der muss noch hier sein. Ist ja ein ganz hinterlistiger Schleicher hier. Hey Claudi, sieht aus, als ob jemand das Design meines Hauses ausspionieren möchte. Ja, Wahnsinn. Obwohl, ich krieg gerade schon warm, wenn ich das hier so sehe. Gucken kostet nichts, ist mir total egal. Mach meinen Stil nach, wenn es hier passt. Also, was willst du? Hast du einen Fall nötig? Gerade hatte ich was. Warte mal. Nee, doch nicht. Tut mir leid. Obwohl, ne, so lecker süppchen. Ist ja schon nice irgendwo. Ist ja schon schön. Strand ist nicht erlaubt. Fragen Sie den Hasso. Danke, Kumpel. Hast mir aus der Patsche geholfen. Meine Schiffskameraden haben sich über mich lustig gemacht und da haben wir gekämpft und ich habe es ihnen gezeigt. Doch sie haben mich in eine Ecke gedrängt und ich saß in einer Falle ohne Ausweg. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich sprang über Bord und in den Ozean. Das Problem ist, ich kann nicht schwimmen. Ich habe es verlernt. Hier bin ich also. Ja, meine Schiffskameraden sind gute Hummel, aber sie sind auch raue Kerle. Du musst öfters mit dem Bürzel, musst ein bisschen dein Gefieder einfetten, dann kannst du auch schwimmen. Zumindest treiben. Oh, tut mir leid. Jetzt habe ich aber darauf losgeplappert, nicht wahr? Ich habe letzte Nacht nur zu lange Videospiele gespielt. Ich meine, gegen meine Kameraden gekämpft. Doch genug davon? Dafür, dass du mein Leben gerettet hast, schulde ich dir Dank. Mal sehen. Ich habe hier sicherlich etwas, das... ich habe genau das Richtige für dich. Ich habe das Ding einem schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgekauft.
Also etwas findest du sonst nirgendwo, das glaube ich zumindest. Auf meinem Herzen lastet der Stein der Ratlosigkeit. Ich weiß nie, wo es mich als nächstes hin versteckt. Moment mal. Vielleicht kann ich deshalb nicht so gut schwimmen. Wie dem auch sei, ich wollte dir nur sagen, dass meine Kameraden glauben, dass ich nicht so oft über Bord gehe, wenn sie mich am Hauptmast finden. Mit etwas Glück werde ich nicht mehr allzu häufig an deinen Strand gespült, zumindest vorerst nicht. Danke für die Sache mit dem Lebensrettung und so. Wirst du immer günstigen Fahrtwind haben und rocken bleiben. Merci. Und schon kriege ich wieder einen geditscht. So. Also es regnet Bindfäden, aber keine Käfer. Die Zeit ein bisschen später eingestellt, in der Hoffnung, dass der Käfer sich dann eher blicken lässt, aber nur. Ja, halt, ne? Werden wir jetzt nicht testen. Gut. So wie dazu. Okay, das ist keiner, aber was soll's. Den berühmten Käfer. Hallöchen, du da! Nabend, Claudi! Ich hab dich am Tag überhaupt nicht gesehen. Warst du den ganzen Tag beschäftigt, oder was? Der Regen durchkreuzt einem wirklich alle Pläne, was? Ja, sag an, was kann ich für dich tun, Claudi? Gib dir einen Schub. Nachdenken. Ja, okay, geh zu Bill und hol mein Pokémon Pikachu zurück, bevor ich ausflippe. Ich brauche es nur ganz kurz und bring's gleich zurück. Ich. Ja, ja. Kannst du das erledigen? Glaub schon. Ah, danke für deine Hilfe. Vergiss es nicht. Jetzt steht ihr mir hier alle im Weg rum. Was habe ich da eben unterbrochen? Will ich das wissen? Hey, Naben, was geht denn? Der Regen ist echt ätzend, aber es ist so gut für die Bäume und Blumen und das Gras und die Pilze. Sag mal, Jordi, was gibt's Neues? Ich will was holen. Oh, hier ist das Pokémon Pikachu. Ich hatte es recht lange total vergessen. Er hängt doch sauer. Hoffentlich nicht so sehr. Bitte richte meine Entschuldigung aus, Goob. Wieso hast du jetzt das Goob auf der Tasche? Ach, das ist ja witzig. Vom Wolf hat er das Goob. Und Wolf hat es eigentlich vom Prinz, also von dem Frosch, der weggezogen ist. Genau so ist es. Darum geht es. Lass mich nicht hängen. Siehst du, wenn ich irgendwie emotional involviert bin, dann kann ich mir Zeug merken. Ne? So Jahreszahlen, wann wer von irgendwelchen Dichtern und Komponisten gestorben ist, null. Absolut null. Wenn es irgendwie verknüpft ist, dann kriege ich das besser hin. Ich weiß zum Beispiel, dass Schiller nicht länger gelebt hat als Goethe und Goethe viel älter geworden ist. Obwohl Schiller jünger war. Goethe ist aber wirklich sau alt geworden. Also dafür, dass der rumgeschnauzt hat ohne Ende, ist der, ne? Also, der hat wahrscheinlich die Kunst des Schafdarms schon gekannt. So hart arbeitest, machst deinen Körper irgendwann mal schlapp. Klar, lach nur, Witzbold. Wir werden sehen, ob du noch lachst, wenn du nass wirst und dich erkältest. Also danke, war's für dich. Ein bisschen lauern. Ah, ich habe gehört, Grazia ist hier in der Gegend. Habe ich auch gehört. Hat doch jemand ein Outfit von ihr gekauft? Na super, mir steht alles. Da muss ich keine teuren Marken kaufen. Hatten wir schon mal das Gespräch, ne? Es
Es kommt drauf an, ob der Preis gerechtfertigt ist für die Qualität und wo es vor allen Dingen herkommt. Ne? Wenn es durch Kinderhände hergestellt wurde, ist ja kein Wunder, dass das billig ist. Da muss man schon ein bisschen ethischen Ansatz haben. Das ist Osten, oder? So. Klopp, klopp. Ich bring Salz und Brot mit und fall mal so kurz die Tür herein. Wer bist du? Ach Gottchen, was bist du denn? Ein Hase. Mit Brille, oder was? Ist das eine Brille? Hey, wer bist du? Kenne ich dich? Ich kenne dich nicht, oder doch? Nee, ich kenne dich nicht. Ah, du siehst harmlos aus. Warum sollte ich mich wohl besser vorstellen? Harmlos? Verschworen. Ja, sehr angenehm. Ich heiße Gustl. Und du bist Claudi. Richtig. Sehr an... das sagte ich bereits, Hasi. Wie dumm von mir. Bist du klug genug für zwei? Ja, ganz knapp. Ganz knapp. Also mehr so dran vorbeigeschrammt, würde ich sagen. Eieiei. Ist ja aber knuffig, der Kleine, irgendwo, ne? Gut, er hat sich jetzt nicht so sonderlich selbstbewusst vorgestellt, aber... Also so ein bisschen Mitleid kam schon in mir auf, ne? Oh, hallo, Luna. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun, Luna? Was geht denn so? Ach, Claudi, hast du eigentlich immer da genau dasselbe Outfit an? Nee, das ist ein anderes Outfit, aber es sieht genauso aus. Was machst du denn dann, wenn du mal deine Sachen waschen musst? Bleibst du dann den ganzen Tag zu Hause oder gehst du nackt vor die Tür? Ja, ich warte auf Regen. Kostenlose Dusche und so. Nun, du hast Glück. Ich bin bereit, dir auszuhelfen. Ich habe die große Güte, dir meine abgetragenen Outfits zu verkaufen. Auch zu verkaufen auch noch, ganz toll. Ich nehme dir 5 Outfits und sag dir, wie teuer sie sind. Dann kannst du Bescheid sagen, wenn dir eins gefällt. Ich glaube, die ganzen Outfits habe ich auch alle schon, oder? Obwohl. Nee, es sind nur Möbel, die mir bei Weihnachtsdings fehlen, ne? Und Ostern gibt's ja in dieser Version noch nicht. Der Hasi Os oder wie der Typ wieder heißt, der ist ja später erst eingeführt worden. Zum Leidwesen vieler. Ja, Wurz. Wenn du bis zum Ende nicht sagst, musst du das 5. Outfit kaufen. Ob es dir nun gefällt oder nicht nun. Also, fangen wir gleich an. Hier ist das erste, ein Sittich-Kilt für... Boah, ist teuer und ich kenn's schon. Leider. Du willst dich? Gut, hier ist das zweite. Ein MVP. Ich weiß auch gar nicht genau, was das heißt. Was heißt genau? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich kenn EMP. Mary, very important person. Nee, weiß ich nicht. Sag, jo, wurscht. Es ist aber billig genug, nehme ich. Ach, du gibst schon auf. Na dann, bitte sehr. Du hättest ja wirklich ein bisschen länger aushalten können. Ach, mir doch egal. Probier's doch mal an. Nö, bin gleich verscheuert. Das ist schwarz und hat ein weißes MVP drauf. Das ist doof. Das ist nix. Ach, hallo. Na du? Hey, so, du bist es. Die Nacht ist gerade erst angebrochen, Partner. Ist schade, dass es regnet. Ja, warum sprichst du mal mit mir, Partner? Ah, ich will Job. Oh, nichts, ich hab nichts. Nada, zero, niente, niet. Tut mir leid, aber versuch später nochmal, Partner. Oh, Knopfauge. So, wo könnte die Grazia großartig sein? Es muss ja in irgendeinem Schild sein, ne? Eigentlich ja. Sonst haben wir ja nirgendwo Platz. Kann ja nur in so einem Schild sein. Weiß man nicht, wo die ganzen Schilder sind. Also ich müsste es so langsam mal wissen, ja, aber... Hier ist ein Schild.
Rätsel ist doch mit dem riesen Auto, ne? Sägezahn. Okay, ich glaube, ich muss. Die nächsten Tage muss ich mal ganz früh anfangen, beziehungsweise so nachts eigentlich mehr. So 4 Uhr oder so. Vielleicht, oder 2 Uhr. Dann taucht vielleicht einer von den Käfern auf, weil nachts war ja eigentlich so die Zeit von den Viechern, ne? Also so richtig nachts. Den habe ich nicht gesehen. Hier ist gar kein Schild, oder? War ich ja schon. Okay, also hier nicht. Süß. Oh, Pferdchen. Das halte ich nicht lange aus, heuer. Ich kann nicht lange traurig sein. Dann denke ich einfach an was Lustiges. Und schon lache ich wieder. Das ist das Geheimnis, oh ja. Ich muss sagen, mir geht es schon viel besser. Ich glaube, ich bin wieder völlig in Ordnung. Oh, das freut mich. Das Riesenauto kannst du doch nicht verpassen. Also übersehen oder so. Na, zumindest ist die Uhrzeit schon mal gut. Wenn jetzt noch die Dunkelheit nicht so doof wäre. Okay, ich gehe jetzt noch zu Hector, gebe das ab und wenn ich auf dem Weg halt über das Auto stolper, dann ist gut, wenn nicht, Pech. Da oben war ich auch. Hier bin ich ja sowieso lang gelauscht. Präventiv, dass man halt nicht so viel mit Leuten zu tun haben muss, ist, dass ich gestern Knoblauch gegessen habe. Es ist mir den ganzen Tag ist mir das hinterher gelaufen, der Knoblauch. Das war nicht so eine gute Idee, glaube ich. Das war ein bisschen übertrieben. Aber da ich ja die Kräuterbutter mit Frischkäse gemischt habe, habe ich gedacht, oh, so wie man halt Tzatziki eben mit irgendwelchen anderen Milchprodukten halt mischt. Also das Rezept anmischt, so.
ja ganz gut gegen Knobi Fahne. Und der Witz ist, das ist ja der chinesische Knoblauch, das ist ja nicht der normale Zehenknoblauch. Der soll ja angeblich nicht so stinken. Aber wie gesagt, wenn man halt ein bisschen zu viel des Guten macht, war aber lecker. So, jetzt muss ich wieder husten. Verzeihung. Hector, der ist hier gewesen. Also, vielleicht ist es auch schon zu spät, die Uhrzeit, dass die hier schon huschen sollen. Oh, zieh dir mal den Schlamm an. Egal, du willst doch sicher irgendwas, oder? Also, worum geht's? Mann, das ist mein Pokémon Pikachu. Ich bin so begeistert, dass du es mir zurückgebracht hast. Vielen Dank. Ah, was gebe ich dir jetzt genau? Wie wär's mit schönem Briefpapier? Du bist doch nicht enttäuscht, oder? Natürlich nicht, oder nicht? Ihr scheint, tut harte Arbeit dir gut. Ich muss dir bald wieder was zu tun. Du hast sowieso ein blödes Outfit an. Mach ich jetzt gleich mal hier. In den. Ach, witzig, das letzte. So. Also, wie gesagt, Regen ist gar nicht so schlimm. Man muss halt die Rotzaugen aufmachen, das ist alles. Ich wollte gerade sagen, das sind doch so ein komischer Streifen auf dem Bildschirm. Ich dachte schon, die Brille wäre babsch. Ich bin ja Brillenträger. Und babsch ist saarländisch, beziehungsweise eigentlich felsig, glaube ich, für klebrig, dreckig. Babsch. Ich habe letztens mal gelesen, bestimmte saarländische Wörter werden gar nicht mehr benutzt. Und da stand ein Wort, Plage. Und ich dachte so, hä? Was ist das? P-L-A-G-G-I. Bis ich gemerkt habe, nee, das heißt eigentlich Plagge. Das ist ein Wort für Fleck. Wenn es plaggisch ist, ist es fleckig. Ja, ich schreibe die Wörter nie, ich sag die höchstens.